Hallo und willkommen zurück zu Slime Bringer 2. 2? Ich bin gerade komplett daneben. Nein, das ist erste Slime Bringer. Alter, komplett daneben, Junge. Komplett daneben. Können wir gleich wieder rausschneiden. Nee, aber wir kommen zurück zu Slime Bringer. Ich bin schon wieder confused drauf. Ja, wir haben in der letzten Folge dieses Gebiet hier freigeschaltet, wo wir zum Beispiel diese Phosphor-Slime, jetzt weiß ich nämlich ihren Name, die Phosphor-Slime da reinmachen können, weil die können ja nur in der Nacht überleben. Deswegen werden wir jetzt, aber mit welchen Slimes werden wir die denn mischen? Ich würde sie eigentlich gerne mit den Jäger-Slimes mischen, weil das wäre eigentlich was sehr Interessantes. Ich weiß, dass die Jäger-Slimes, das sagt auch der Name. Der Name sagt auch schon so, dass sie jagen. Aber ich würde halt die mischen, weil die sind halt am interessantesten. Aber ich muss halt aufpassen bei denen, dass die nicht irgendwie meine anderen Slimes angreifen. So, weil die sind böse und böse Slimes gegen gute Slimes. Das ist keine gute Mischung. Das ist wirklich keine gute Mischung. Aber ich bin ein guter Farmer. Ich weiß, wie man das alles handeln kann. Ich habe immer dieses Gefühl, so, wenn ich jetzt Richtungen sagen muss, wie Norden, Westen, Süden, dann muss ich immer daran denken, dass an diesen Satz hier, an dieses Sprichwort, nie ohne Seife waschen. Weil N-O-S-B. Nie ohne Seife waschen. Und dann denke ich immer daran. Und deswegen dauert es immer so lange. Aber es klappt tatsächlich. Also das hat die Schule sehr gut mir gesagt. Okay, die sind irgendwo da hinten. Bei diesen coolen Palmbäumen. Nehmen wir sie mal so. Oi, oi, oi. Komm ich darüber? Jawohl. Das sind aber alles hier Gordo-Slimes. Ich will normale haben. Hier vielleicht? Ich brauche tatsächlich nur einen. Weil dann werden wir nur sehr viele Phosphor-Slimes nehmen, aber einen. Und dann mischen die sich ja automatisch. Oh mein Gott, ich habe einen gefunden. Er hat sich da versteckt. Oder er wollte sich verstecken. Ich bin ziemlich gut. Aber jetzt brauchen wir halt noch Phosphor-Slimes. Und die kommen halt nur in der Nacht. Jetzt ist es zwar noch 2:30. Aber die Zeit geht ja schneller hier. Deswegen brauchen wir nur ein paar Minuten warten und dann ist es auch soweit. So, ich pack mal den Jäger-Slime schon mal hier rein. Der braucht zwar ein Fleisch, aber ja, damit er halt kurz mal leihen müssen, weil er sein Essen nicht bekommt. Oh, hier darf ich nicht lang. Aber hier darf ich lang. Okay, wo geht das eigentlich hier lang? Das ist ein Teleporter, dann werde ich mich da nicht reinlassen. Schade. Ja, hier runter geht's auch noch. Guck mal. Hier ist irgendwie so eine Kapsel. Schutzkapsel ist verschlossen. Oh. Darf ich leider nicht öffnen. Schade. Alter, hier sind die ganze Zeit so Leute, die bohren. Das hört ihr zwar nicht, weil ich Nvidia Broadcast anhab. Aber Alter, wie übelst nervig sind die. Und das ist keine normale Bohrmaschine, die so macht. Oh nein. Nein, das kann nicht wahr sein. Ja, guck mal, jetzt haben mich die Leute, die da hinten bohren, richtig genervt. Gut, Leute. Dann müsst ihr halt noch ein bisschen länger warten. Bis gleich. So, Leute. Einen Tag später, sozusagen, sind endlich die Phosphor-Slime gespawnt. Und hier seht ihr, die kommen in regelmäßige Art aus ihren Löchern gekrocht. Was brauchen die denn für ein Essen? Quaderbeeren.
Ich weiß sogar, wo die Quaderbeeren sind. Ach nein, jetzt hat er sich entwickelt. Quaderbeeren sind irgendwo da hinten vor dem Eingang der neuen Welt. Naja, hier 10 Stück müssten eigentlich reichen. Alter, da hinten ist noch einer. So. So viele reichen. Ich habe auch einen Jägerplot, damit wir schon mal einen umwandeln können. Damit wir uns mal angucken können, wie die dann aussehen. Also Quaderbeeren müssten hier. Genau, die liegen doch schon 3 Stück. So, ab nach Hause. Warte. Warte. Nee, warte mal. Das Portal bringt nichts. Ich wollte gerade dieses Portal da reingehen, aber das geht ja nicht, weil ich habe ja dieses Areal noch nicht gekauft. Deswegen laufen wir jetzt wieder komplett so lang. Ey, das hat aber echt ewig gedauert, bis es Nacht geworden ist. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, einmal hier rüber. Und dann können wir die Phosphor-Slime hier reinmachen. Ah, ich wollte gerade sagen, wo ist der Jäger-Slime, aber der hat sich natürlich versteckt. So, hier kommt ihr mal alle rein. Dann füttern wir einen. Oh, der ist voll böse. Der ist echt böse. Boah, einer fliegt da weg. Ich wegfliege. Immer. Brauch ein Dach. Fangnetz. Ich hab nicht genug. Warte. Schnell, I need money. Da hat's nicht zu reichen. Ich hab hier nämlich ein bisschen Vorrat geleistet. Ist doch gut, nicht wahr? Bisschen Vorrat. Bisschen lagern. Passt doch. Kann ich immer die Besten der Besten verkaufen. Und dann ist alles super. So. Dann spawnen wir gleich die anderen. Aber erstmal das Fangnetz. Ja, die springen nämlich gleich alle raus. Fangen jetzt. So. Her. Oh, ist der eine böse. Der eine ist wirklich böse. Oh, ganz ruhig. Oh Gott. Nein. Jetzt haben die eine Quaderbeere da gegessen. Fuck. Ach, ich Idiot. Jetzt muss ich nochmal raus, um eine Quaderbeere zu holen. Das ist natürlich blöd. Das ist echt blöd. Warum habe ich das nicht davor gemacht? Mann. Also manchmal bin ich hier im Kopf noch ein bisschen dünne. Noch ein bisschen zu viel dünn. Okay, passiert halt. Oder? Passiert das euch? Ich glaube, euch passiert das nicht so krass, weil ihr habt nicht so viel zu tun wie ich. Alter, ich habe nächste Woche schon Geburtstag. Oh. Was mache ich an diesem Geburtstag? Ach ja, nichts Besonderes. Boah, das klingt ja voll traurig. Hier spawnen leider keine Quaderbeeren. Deswegen gehen wir mal hier so den Weg lang. Denn hier oben sind immer Quaderbeeren. Aua, ich bin gleich tot. Deswegen schnell weg. Aber die Dunkelheit ist schon geil hier. Und da liegt der große Mond. Hoffentlich dürfen wir da auch rauf. Vielleicht ist das dann das DLC oder der zweite Teil. Boah, so Mondslimes wären auch geil. Mondslimes, Alter. Junge. Aber ich hätte mega Bock auf solche Slimes. Generell auf jede neue Art freue ich mich. einmal hier rüber. Hi guys, hi, was geht? Na, habt ihr einen schönen Tag? Wurde schön gefüttert. So, und dann stecken wir mal hier eine Quaderbeere rein. So. Frucht! Cocktail, ich habe Kokain gerade verstanden. Nicht an falsche Dinge denken. Okay, ich habe 3 Phosphor-Lords. Mal gucken,
gucken, was da rauskommt. 29 News. Nicht schlecht. Gut, Leute, aber dann würde ich erstmal den Part beenden. Ah, warte mal. Bevor wir das machen, noch einen schnellen Thumbnail machen. Noch schnell einen Thumbnail machen. Hier, ich mal zeigen. Ja, deine. Soll ich dich zeigen? Ja, so ist gut. Okay. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.